Hey und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Fabi und heute gibt es ein Unboxing und Review zu einem Case für den iPod Touch der fünften Generation. Ich zeige euch erstmal die Verpackung. Hier unten haben wir den Hersteller Ozeki und hier ist nochmal ein kleiner Aufkleber, wo drauf steht, dass man eine gratis Displayschutzfolie mitbekommt. Hier stehen nochmal kurz ein paar Daten von dem Case. Es ist 0,4 mm dick und wiegt nur 3 Gramm, also das ist ja gar nichts eigentlich. Dann hier nochmal der Name, das heißt O-Code 0,4 Solid. Dann ist es ultra slim und lightweight, also sehr leicht, wie vorne schon steht. Und es ist außerdem mit dem Loop noch kompatibel. Das kann ich jetzt heute nicht zeigen, da wir den Loop leider nicht haben. Aber ja, hier unten stehen da nochmal auf verschiedenen Sprachen eine Beschreibung. Ultra dünnes und leichtgewichtiges Etui. Ja, so sieht es aus. Die Verpackung ist schon mal sehr hochwertig, muss ich dazu sagen. Kaufen könnt ihr das Ganze dann bei Amazon für knapp 24 Euro. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich mache es jetzt einfach mal auf. Ich habe hier das Papier schon weggemacht, sonst würde es etwas länger gehen. Fliegt direkt mal alles raus. Ich fange mal mit dieser kleinen Box hier an. Die habe ich euch gerade eben schon gezeigt. Dann kann man das oben ganz einfach aufmachen. Ihr seht hier, dass nichts mehr drin ist. Dann hier eine kleine Anleitung für das Entfernen und Installieren. Dann noch mal eine kleine Anleitung für die Displayschutzfolie, welche hier drin steckt, mit einem kleinen Putztuch von der Marke Ozeki und ja, der Schutzfolie natürlich noch. Das mache ich jetzt aber nicht extra drauf. Ja, das haben wir dann hier noch. Eine kleine Karte von Ozeki, das kann man dann bei Facebook liken, wenn ihr das wollt. Und hier haben wir das Case. Also ich muss wirklich sagen, das ist sehr leicht. Hier unten haben wir nochmal die Marke Ozeki, die Loop-Aussparung, oben für Kamera und den Blitz. Ich lege es einfach mal rein. Ich würde euch empfehlen, am besten mit dieser Seite anzufangen, also mit den Aussparungen. Dann lässt sich das etwas leichter reinklippen. So, alle Ecken sitzen, es klippt sich schon mal super rein. Ich zeige euch einfach mal die Aussparung. Hier unten der Loop, sehr schön und sehr mittig eigentlich ausgeschnitten. Dann unten wurde komplett freigelassen. Also der Lightning Connector, die Lautsprecher und der 3,5 mm Klinkenanschluss sind noch komplett erreichbar. Hier oben wurde ebenfalls perfekt ausgeschnitten. Lässt sich also noch super drücken. Seht ihr hier, ohne Probleme. Und hier wurde ebenfalls komplett ausgeschnitten, ebenfalls ziemlich mittig. Kann man, ich zeige es euch gerade mal, weiterhin ohne Probleme gut erreichen. Also man merkt es eigentlich gar nicht, fühlt sich genau gleich an. Also man merkt natürlich, dass hier ein Case ist, aber die Rückseite wird perfekt geschützt und man hat keine Gewichtsänderung. Man hat leider, glaube ich, kein Lay-on-the-Table-Design, wie ihr es hier sehen könnt. Wenn dann überhaupt nur 0,001 mm, aber ja, die Rückseite wird auf jeden Fall perfekt geschützt und sieht sehr schön aus. Vor allem dann in anderen Farben gibt es auch noch. Wir haben hier Blau, sieht auch sehr cool aus. Ja, falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es einfach in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao!